Und hiermit herzlich willkommen zurück zu SpongeBob SchwankKopf The Cosmic Shake. So, ich weiß jetzt nicht so, ob ich hier einen Fehler gemacht habe, denn es hieß Surfe mit dem Surfbrett, aber ich bin jetzt hier über Umwege dran gekommen, weil ich nochmal kurz einen Abstecher woanders gemacht habe. Aber ich denke mal, wir kriegen den Erfolg trotzdem. Hoffe ich mal. Die Kostetrabe-Pizza ist die Pizza. Perfekte Form. Ich wäre dafür, dass hier wieder irgendwo Leben ist. Danke. Oh, noch mehr. Ich fühle mich schon viel besser. Das Spiel hat mich erhört. Okay. Ich mach nur die hier kurz weg. Ach, das sind auch die, die ich vorhin gesehen habe. Na komm. Hallo, hier bin ich. Natürlich hat er mich noch erwischt. Leben? Kein Leben, okay. Süß und klebrig. Weiß ich dann zu schätzen. Die Kostetrabe Pizza ist die Pizza super knusperig. Lieferung kommt. Nicht rein. Und jetzt respawnen die ganzen Gegner wieder, oder? Natürlich. Lieferung kommt. Habe ich auch eigentlich einen Erfolg, wenn ich viele Gegner mit dem Karate-Tritt mache? Ich dachte, ich hätte gerade irgendwas gehört. Nee, lass ich jetzt einfach mal da bleiben. Hallo? Über den kümmere ich mich später. Ich gehe erstmal wieder hier zurück. Süß und klebrig. Ich hab's schon mal selbst. So. Ich drücke so schnell, wie ich kann. Dieser Tag gehört uns! Wir haben's geschafft, Patrick! Suchen wir jetzt die anderen und werden zu echten Piraten. Hier sind nichts als Socken im Wind. Da hinten ist was. Wie komme ich denn dorthin? Da hinten ist was. Wie komme ich denn dorthin?
I don't have any clues, wie ich da hinten hinkommen soll. Mist, okay, habe ich verpasst. Ja, komm bitte hier hin. Oh, Mann. Warum stelle ich mich jetzt in letzter Zeit so dämlich an? Leben? Kein Leben, okay. Da gibt es scheinbar auch noch Socken. Aber so komme ich nicht hin. Das Spiel sagt aber eh, ich muss in diese Richtung. Nein, nein, come on. Warum bin ich heute so? Ich würde mal sagen, wie komme ich hier jetzt wieder hoch? Boah, ich habe mich gerettet. Das muss mir mal jemand nachmachen, du. Ach, das ist die Stelle, oder? Und weg mit dir. Und auch hier komme ich nicht dran. Und auch hier ist eine Golddublone. Zumindest weiß ich jetzt, wo hier die ganzen Golddublonen sind. Ach. Immerhin spuckt es mich nicht ab. Ich wusste, ich kann auf dich zählen, Patrick. Oh nö. Ich lass das lieber. Ach, lass das lieber. Tja, damit habt ihr nicht gerechnet, dass ich das hier auch noch kann. Und diese Golddublone, die schaut mich an. Aber ja, das ist die Stelle mit den Sardellen. Okay, dann habe ich dort nichts verpasst. Und Fleckchen habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Bei allen Gegner ausgerechnet der Dude. Dum dum. Na komm her. Und weg mit dir. Okay, das war jetzt easy. Ich hätte den als erstes machen sollen. Obwohl, ging ja nicht so. Ging ja nicht. Ich musste ja erst den anderen machen, um den Weg hier freizuschalten. Mache erstmal hier alles kaputt. Ich hoffe, ich komme dann noch dort hoch. Kann ja sein, dass es so einen Erfolg gibt mit. Zerstöre so und so viele Kisten. Und auch hier, ich drücke so schnell wie ich kann. Komm schon.
Sammle alle drei Socken. Okay, wie viel Sachen muss ich denn noch... Oha, das ist auch ein sehr langes Level. Ist ja immer noch Punkt 3. Wow, ich habe es geschafft. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich dachte, ich würde noch am sterben. Das habe ich dann von der Ferne gesehen. Neben. Es war ja klar, dass das passieren muss. Hallöchen dort oben. Ich muss erstmal den da besiegen. Und den Typ da oben. Das wäre auch mal von Vorteil. Versteckt. Hallöchen. Ein kleiner Klaps reicht schon. Okay, das war jetzt nicht so spannend, wie ich es mir oft hatte. War nur gut. Da komme ich zu einem hoch. Das hätte sehr anders aussehen können. Und hier könnte ich noch hoch. Ich gehe erstmal hier hoch. Pizza ist die Pizza super knusperig. Halli, ho! Oh, vielen Dank, Patrick. Komm ich da nicht hin? Doch komm ich. Aber sonst ist hier nichts, ne? Nope. Da ist eine andere Socke, die hole ich mir dann direkt mal. Wobei, von dieser Richtung komme ich nicht dran. Gelee.
Boah, ich möchte gar nicht wissen, wie viel ich hier versehen könnte. Ich zeig euch, wie man surft. Komme ich denn nach da oben? Ein kleiner Klaps reicht schon. Definitiv. Okay. Ach, du liebst ein bisschen. Aber ich bin gleich an der Socke angekommen. Diese Socken sind salziger als ein alter Seebär. Nein, danke. Ja, lach nur. So, jetzt bist du auch fertig. So. Oh, Mr. Krabs. Ich wusste es. Aber warum? Warschau. Vor dir steht der berüchtigte Piratenkapitän Zwickarossa. Ich brauche ein paar Trottel. Ich meine, eine Mannschaft zum Schleppen. Ich meine, Teilen meines Schatzes. Ah, ja. Ich meine, halt, nein. Diesmal meinte ich wirklich Schatz. Oh, Junge, ein Schatz. Ja, nun, ihr erscheint mir würdig und anwesend. Also, um meinen Schatz mit euch zu teilen, müsst ihr ihn erst aus einem alten Schiffswrack bergen. Es kam vom Kurs ab und stieß mitten in der Lagune auf Felsen. Jemand, der absolut nicht ich war, muss die Karte verkehrt herumgehalten haben. Wie dem auch sei, ich würde den Schatz ja selbst bergen. Oh, aber ich bin viel zu reich, um die Arbeit eines Mannschaftsmitglieds zu verrichten. Ein wahrer Glückstag, Patrick. Mit diesem Schatz können wir beweisen, dass wir echte Piraten sind. Technisch gesehen seid ihr das nicht. Ich habe keine Zeit für die Bürokratie zur Registrierung einer neuen Mannschaft oder ihre Bezahlung. Bekommen wir wenigstens echte Piratennamen? Klar, warum nicht? Dann sind wir bereit. Bereit. Stampf auf die Trommel, okay. Mann, noch nicht. Ach, verflixt und zugenäht. Sieh nur. Lerne gleiten. Okay, so schwer kann es ja nicht sein. Finde den Schatz des fliegenden Holländers. Als nächstes sollten wir mit dem Bongos ein Taxi rufen. Oh, vielen Dank, Patrick. Danke. Das war nicht nah dran.
Ich sehe jetzt erst jetzt den. Nicht, möchte ich doch lieber zuerst das andere machen? Komme ich denn überhaupt noch zurück? Wisst ihr, was ich meine? Nicht, dass ich da jetzt was verpasst habe. Das ist ja jetzt das hier, ne? Oh, Leben. Ne, die kommen wieder zurück. Okay, das ist... Okay. Okay, never mind. Nein. Oh, Mann, oh, war flix und zugenäht. Wirklich mein bester Freund. Ladies and Gentlemen, so fehlt man. Komm schon, jetzt aber, jetzt aber. Süß und klebrig, also okay. Nehme ich dann mal zur Kenntnis. Checkpoint. Das möchte ich genau auch noch haben. So, ich springe erstmal hier hin. Das hat jetzt wieder geleckt. Und auch hier eine Deutung, Bruno, bin ich drankommen. Oh, Menno. Was ist zumindest jetzt von drei Dublonen, wo ich dich finde? Das ist doch auch mal was. Da hinten ist eine goldene Pfannenwender. Bisher habe ich Blöckchen noch nicht gesehen. Ob ich den schon verpasst habe? Sieht aus wie eine hübsche Meerjungfrau beim Sonnenbaden. Das ist meine liebste Art des Badens. Erstmal springe ich hier hin, ne? Ja, da oben ist ein Fernbänder, den ich gerne haben wollte. Und dann ist die Folge auch so gut wie vorbei. Weil ich glaube, meine Konzentration ist heute nicht mehr passend, würde ich mal sagen. Oh Mist, so schleimig. Vor allem, ich habe nichts anderes gedrückt als jetzt auch. Ich fliege! Süß und klebrig. Nicht schleim.
Ich schaff das noch, ich schaff das noch. Ach, Menno. Warum? 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 Erzählt mir das mal jemand? Ich habe nichts anders gemacht. Ich habe nichts anderes gemacht als zuvor. Ich verliere meine Nerven dabei. Okay, versuch's jetzt noch einmal. Ansonsten nächste Folge. Knapp. Nein, warum? Warum? Ich will nicht mehr. Ein kleiner Klaps reicht schon. So, last try, Leute, last try. Die Fosse Krabbe Pizza ist die Pizza super knusperig. Boah, geschafft. Halleluja. Ein kleiner Klaps reicht schon. Wobei nicht ganz, ne? Nein. Oh, nö. Süß und klebrig. So, jetzt sage ich aber an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei SpongeBob Schwankopf The Cosmic Shake. Bis dahin, tüdelü, meine armen Nerven. Halleluja.